Wir feiern Fronleichnam. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, Jugendliche, Kirchheimer, Tittmoninger, Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Wir sind gewohnt, wir feiern ein Fest und schauen nur auf eines, nämlich auf das Festgeheimnis. Aber wir übersehen oftmals das Ganze. Es geht immer in diesen christlichen Festen um Jesus Christus, um den, der für uns Mensch geworden ist, der sich uns zum Brot, als Brot schenkt in der heiligen Eucharistie. Und als wir gestern in der Lanzinger Kirche waren, da habe ich dieses Weihnachtsbild gesehen, und dieses Weihnachtsbild an diesem Seitenaltar, es zeigt uns eigentlich das Geheimnis von Fronleichnam. Jesus ist Mensch geworden und Jesus, er ist der Welt geschenkt. An Fronleichnam tragen wir den Leib Christi durch unsere Straßen, weil er das höchste Gut ist, das schönste Geschenk, das wir von Gott erhalten haben. Und er, Jesus, der im Brot gegenwärtig ist, wir möchten ihn allen zeigen. Und das sehen wir in diesem Bild. Nämlich Maria hält ihren Sohn nicht verborgen unter ihrem Mantel, dass sie sagt, naja, der Josef darf er vielleicht anschauen, aber die anderen nieder. Und die Völker kommen zu diesem Jesus. Und hier angedeutet die heiligen drei Könige, sie kommen zu Jesus und sie machen das, was wir eigentlich bei der Eucharistie auch tun sollten. Dass wir niederknien und anbeten. Dass wir uns freuen an unserem Gott, weil unser Gott da ist. Weil sich unser Gott klein macht in der Eucharistie. Und dieser alte Mann, er fällt auf die Knie und bleibt dort liegen. Und hier sehen wir nicht nur die verschiedenen Erdteile, die Jesus anbeten. Fronleichnam feiern wir überall auf der Welt. Und darum ist es schön, an Fronleichnam auch auf die Erdteile zu schauen. Auf Europa, Asien und auf Afrika. Amerika war damals noch nicht entdeckt, als dieses Bild entstand. Und dahin die drei Weisen aus dem Morgenland, sie können uns aber auch die Alter deuten. Der dunkelhäutige König, er ist sehr jung. Der zweite König aus Asien, er hat mittelalterliche Gesichtszüge. Und der älteste König, der direkt, der fast vorm Jesuskind liegt, das ist der alte König. Alle Generationen, alle Erdteile dürfen diesen Jesus anbeten, der uns geschenkt worden ist. Und es ist auch schön, dass diese beiden Diener mit dabei sind auf diesem Bild und dass auch sie zu Schauenden und Staunenden werden. Wenn wir dieses Bild weiter betrachten, Marias Blick, und der Blick vom heiligen Josef und der Könige ist ganz auf Jesus konzentriert. Nichts soll von ihm ablenken. Wir sollen auch in unserem Leben Jesus im Blick haben, der sich uns immer wieder erneut schenken will. Und demütig ist dieser König, er hat seine Krone abgelegt, weil er weiß, diese Macht, diese irdische Macht, ist hier nichts mehr wert. Diese irdische Macht verblasst, wenn man auf den eigentlichen König der Herzen, auf Jesus Christus schaut. So darf uns diese Weihnachts-Heilig-Drei-Königs-Darstellung zur Fronleichnams-Darstellung werden. Heute haben wir nicht den Leib Christi durch unsere Stadt tragen dürfen, durch unsere Dörfer tragen dürfen. Und dennoch sind wir eingeladen, ihn anzubeten. Dass wir einfach einmal in die Kirche kommen, still sind, vor ihm niederknien und zu ihm sagen, Herr, du bist da und ich darf da sein. Das ist doch das Schönste, was es gibt.
Ich darf dich anbeten, wie es diese Weisen aus dem Morgenland getan haben. Ich darf auf dich schauen und von dir die Liebe empfangen. Und darum streckt dieses Jesuskind seine Hände dem greisen König entgegen und die Goldkette scheint es ihm wieder zu geben, weil es sagt, diesen Schmuck brauche ich nicht, ich brauche nur deine Liebe. Und so wollen wir zu ihm beten. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Was mir jetzt noch eingefallen ist, hier herunten ist eine wunderschöne Verkündigungsdarstellung der Hirten von Bethlehem. Die muss man sich aber dann wahrscheinlich genauer anschauen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht. Der Herr sei mit euch. So segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wir brauchen jetzt nicht Angst haben, dass wir Stille Nacht, Heilige Nacht singen, wenn wir auch an Fronleichnam dieses Bild betrachtet haben, sondern wir singen einen Hymnus von Fronleichnamsfest. Und dort, der passt dann auch wieder, wenn wir auf die Erdteile schauen, bei den Weisen so zusammen. Das Heil der Welt, Herr Jesu Christ, wahrhaftig hier zugegen ist. Im Sakrament das höchste Gut verborgen ist mit Fleisch und Blut. O, was für lieb, Herr Jesu Christ, den Menschen hier erwiesen ist, wie genießt in dieser Zeit, werd leben in all Ewigkeit. Jetzt hätte ich doch eine Brille mitnehmen sollen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Nacht und dann bis morgen.